Profi. Also ich glaube, es gibt wenig Spieler, die in der Mannschaft beliebter sein können als der Marcel, weil er einfach ein total angenehmer, lustiger Zeitgenosse ist. Immer für einen guten Spruch auch drauf. Dem kann es auch nicht böse sein, wenn er mal Blödsinn macht. Und der hat ein ganz, ganz hohes Standing in der Mannschaft auch gehabt. Und daneben muss man einfach sagen, hat er auch sportliche Qualität. Es gab in jeder Saison Phasen, wo Marcel für uns herausragende Leistungen gebracht hat. Und auch er will jetzt mehr spielen, auch das muss man akzeptieren. Deshalb tut es mir auch da weh, dass er uns verlässt. Aber ich wünsche ihm alles Gute und er ist immer ein gern gesehener Gast in Regensburg. Er hat einen großen Beitrag geleistet, dass wir da sind, wo wir jetzt sind. Am Anfang war natürlich schon ein bisschen krass, als ich hingekommen bin. Und dann mit dem Abstieg direkt, es hat natürlich wehgetan, aber dann darauf die beiden folgenden Jahre direkt zwei Aufstiege. Das wird man wahrscheinlich nie wieder vergessen und die Tage und die Nächte, die danach so losgingen und was da passiert ist, es war einfach überragend und von daher gehe ich auf jeden Fall mit einem lachenden Auge und ja, möchte mich nochmal bedanken bei allen. Ich kenne dich ein bisschen länger aus meiner damaligen Zeit in Chemnitz und er hat sich null verändert, ist der gleiche Typ wie vorher, absolute Bereicherung für in allen Bereichen bei uns in der Mannschaft gewesen und ja, aber auch für ihn alles, alles Gute. Ja, der Düsseldorfer, würde ich sagen, hat den besten Flatterball bei uns in der Mannschaft. Einfach ein super Typ, passt. Ja, mehr brauchen wir nicht zu sagen zu dem. Würde ich sagen, die erste lustige Person, ich kenne, glaube ich. Ich lache immer, wenn ich mit ihm zusammen bin. Ja, ich bin ja auch gleich gekommen mit Hoffi hierher. Wir sind zu einer schweren Zeit hierher gekommen, er hat alles mit durchgemacht. Ein geiler Typ und wie auch für Uwe, es ist ein Spieler, den man absolut in der Mannschaft braucht und den ich mir absolut wünschen würde in jeder Mannschaft. Ja, Hoffi ist immer gut für einen Witz, der ist auch wirklich sehr lustig. In der Kabine hat er uns wirklich sehr, sehr oft unterhalten. Dem wünsche ich natürlich auch alles Gute und ich denke, dass wir uns auch persönlich und auch privat wiedersehen werden. Hoffi hat in München gespielt, ein überragendes Spiel gemacht, war da für mich einer der Besten auf dem Platz und als Linksverteidiger hat er dann einen riesen Job gemacht gegen einen Spieler wie Aigner, der richtig Qualität hat und der hat ihn absolut ausgeschaltet 90 Minuten lang.